Wir werden vielleicht nie den perfekten Djinn für jeden kreieren. Aber wir lassen nichts unversucht, um stets eine vollendete Sinfonie aus Botanicals zu komponieren. Unsere Inspiration sind Mythen und Geschichten. Das geheimnisvolle Universum des Illusionist füllt sich durch sie mit neuen botanischen Wundern und Aromen. Die Erforschung dieser Geschichten inspiriert uns zu neuen Wegen und führt zu unerwarteten Entdeckungen. Dieses Jahr folgen wir der Legende des Vierräuberessigs. Der Vierräuberessig ist ein legendärer Trank, der während der Pest in Europa entstand. Mit ihm gelang es vier Räubern, die Kranken und Sterbenden zu berauben, ohne sich anzustecken. Als sie gefasst wurden, haben sie ihr Geheimnis verraten. Ein Trank aus Kräutern und Gewürzen habe sie vor der tödlichen Krankheit bewahrt. Seine heilenden Eigenschaften schützte sie vor einer Infektion. Es sind viele Rezepte überliefert. Doch alle enthalten sie Thymian, Rosmarin, Kalmuswurzel, Verbene und Lavendel. Eine unglaubliche Kombination aromatischer Botanicals. Wir haben sie gesucht, um ihre Magie zu entdecken. Wir erforschen die Kunst der Destillation, um neue Eigenschaften und neue Charakterzüge des Illusionist klarzustellen und zu erkennen. Er konzentriert sich auf regionale und saisonale Zutaten, um dann am Ende des Tages ein Destillat hervorzubringen, das einzigartig in seiner Sache ist. Wir haben hier in der Provence mit Einheimischen und Experten der Kräuterkunde geredet, die ihren Wissensschatz mit uns geteilt haben. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. La Provence a un climat très particulier parce qu'il y a 300 jours de soleil par an. C'est déjà évidemment un facteur très important pour la croissance des plantes et leur capacité à produire des arômes. C'est évidemment la chaleur, le soleil, mais c'est aussi la durée de la journée. Et la différence de température entre la nuit et le jour peut énormément faire varier les saveurs. Et donc une même plante n'aura pas le même goût au mois de mai, au mois de juillet, au mois de septembre. On peut avoir de la verveine utilisable toute l'année. Et donc en cuisine, évidemment, elle est très utilisée et beaucoup pour les desserts. Beaucoup de plantes aromatiques sont produites hors sol et sont produites dans des serres et dans tous les endroits du monde. Alors qu'évidemment, lorsque l'on utilise des plantes aromatiques qui sont prélevées dans leur milieu naturel et qui poussent ici sur les collines avec la nature du sol et le soleil, les saveurs sont incomparables. Die Provence hat uns gezeigt, dass es unglaublich wichtig ist, unter welchen Umständen die Botanicals aufwachsen. Der Boden, die Meereshöhe, die Jahreszeiten, das Klima. Und das verändert einfach auch die Aromen der Botanicals. Um Destillationskunst mal aus einer anderen Perspektive zu erleben, haben wir eine der ältesten Brennereien besichtigt, die im Herzen von Lavendelfeldern ätherische Öle extrahiert. Ben, chez nous, c'est une distillerie traditionnelle. On a gardé la façon de travailler depuis maintenant plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'on distille dans des grandes cuves, comme vous voyez derrière moi. On fait des grosses bottes de 500 ou 600 kilos. Qui sont justement à la dimension de nos cuves là. Ça fait que la fleur n'est pas broyée et lorsque l'on distille, la qualité d'huile essentielle est nettement meilleure.
parce que le fait de broyer la lavande, comme font nos collègues, ils ont beaucoup moins de travail, eux. Mais le jus de la tige donne une odeur de verre, d'herbe, que n'a pas notre huile essentielle. In der Provence werden Aromen und ätherische Öle schon sehr lange destilliert. Und trotzdem verwenden sie sehr einfache Potstills, ähnlich wie wir sie verwenden. Und das hat einen ganz einfachen Grund, dass sie am besten die Aromen und die ätherischen Öle transportieren. Und das können wir für unseren Gin genauso nutzen. Die diesjährige Distillers Edition zeichnet sich aus durch leichte Lavendelnoten, die hier ganz speziell sind, weil der Lavendel hier ganz sanfte Rosmarinnoten hat und ganz leicht minzig. Zitronenverbene verwenden wir, um ihm Zitrus Spitzen zu geben. Außerdem verwenden wir Kalmuswurzel, die leicht pfeffrig riecht und schmeckt, so wie Kampottpfeffer. Die Geschichte des Fidibe-Essigs hat uns nach Frankreich gebracht. Das Ganze stammt aus einer Zeit, in der auch die Pestdoktoren mit Rabenmasken unterwegs waren. Das wollten wir natürlich irgendwie auch ins Label integrieren. Ganz besonders hat uns die Provence mit ihrer Tapetenkunst und ihren typischen floralen Elementen begeistert. Und wenn man sich das Etikett im Detail anschaut, dann findet man auch hier einiges wieder. Das Ziel des Designs ist, dass wir das Gefühl und die Geschichte dieser Region vermitteln. Wir lassen uns von Geschichten inspirieren. Unser Wegweiser ist die Neugier. Sie führt uns zu unerwarteten Zielen und unerwarteten Destillaten. Mit der Distillers Edition finden wir Wege, um unser Handwerk zu erforschen und immer wieder neu zu definieren. Und um letztendlich der mythischen Grundlage des Illusionist trotzdem treu zu bleiben. Es macht uns demütig, wenn wir neue Erfahrungen sammeln und immer wieder dazulernen. Besonders an Orten, wo man es nicht vermutet. In jeder Flasche findet man einen Teil unserer Identität. Die Distillers Edition steht für eine Reise ins Unerwartete, voller Wunder und Überraschungen.